Ich brauche den Segen. So heißt eine bundesweit an den Start gegangene Aktion, die eher auch ökumenisch angelaufen ist. Und da kann ich über einen QR-Code einen Segen zugeschickt bekommen und den kann ich mir sogar vorlesen lassen, wenn ich nicht selber lesen möchte. Habe mich gefragt, was ist denn Segen an sich? Und was heißt denn segnen? Was passiert da? Und was hat das mit mir zu tun? Und warum brauche ich den Segen? Ein Kollege schreibt immer, heute mal ein Segen sein. Habe ich mich auch gefragt, ja. Also, was heißt denn das, ich soll ein Segen sein? Segen heißt auf Hebräisch Barach und bedeutet so viel wie göttliche Heilskraft bekommen oder damit ausgestattet werden. Okay, ist ja schon mal irgendwie gar nicht verkehrt. Das heißt, kriege ich irgendeine göttliche Kraft zugesprochen, die hilft mir. Wobei? Vielleicht auf meinem Weg? Okay? Das wäre jetzt so, wenn ich gesegnet werde. Ja, also da kriege ich irgendwie eine Kraft zugesprochen, die hilft mir, meinen Weg zu gehen. Die kann ich vielleicht auch in anderen Menschen erfahren. Auch das ist, man sagt ja manchmal so, es ist ein Segen, dass du gerade vorbeigekommen bist, ja, oder dich schickt der Himmel, ja, ist auch sowas in diese Richtung. Ja, mit was kann man noch gesegnet sein, habe ich mich dann gefragt. Mit Familie, mit Freunden, mit Essen, mit einem Dach über dem Kopf, ja. Hat sowas auch von glücklich sein zu tun, ja, ausgeglichen sein, erfüllt sein. Dachte ich auch, okay, ist auch sowas wie gesegnet sein. Ich bin gesegnet mit. Ich bin gesegnet durch. Okay, das wäre dann so meine Sache, ne? Ich bin gesegnet, ich werde gesegnet. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jemanden segne? Okay, den würde ich dann vielleicht auch unter den Schutz von jemanden stellen, auch von Gott, und darauf vertrauen, dass dem so ist. Ja? Was wünsche ich mir denn davon, unter den Schutz zu stellen? Ich glaube, ich wünsche mir Mut, dass die Menschen Mut und Kraft haben, in ihren Aufgaben, in ihrem Leben, auf ihrem Weg weiterzugehen, aber auch die Kraft haben, vielleicht mal den einen oder anderen Weg zurückzugehen oder anders einzuschlagen oder anders zu gestalten, im Vertrauen darauf, dass Gott mit ihnen geht, dass Gott da ist. Und manchmal brauche ich diese Kraft, diesen Zuspruch und bin froh, wenn ich so eine Mutquelle habe, so eine Kraftquelle, wo ich sowas zugeschickt bekomme oder vorgelesen bekomme, wenn ich nicht jetzt gerade im Gottesdienst bin oder mit jemand anderem unterwegs bin, der dann mir vielleicht mal einen Segen zuspricht. Ja? So eine Segenstankstelle, die kannst du in der Stadtkirche finden, die kannst du auch in Rommershausen, Dittershausen überall finden, unterwegs an vielen Bänken. Und wenn du magst, dann kannst du dich auch in Rommershausen auf unserer Engelsbank setzen und einmal behütet werden mit Flügeln und dir einen Segen zusprechen lassen. Also, bleib behütet, Gott befohlen, Gott segne dich auf deinem Weg, egal wo du gerade bist, egal was du tust, sei gesegnet.